Sie sind hier, 25. Januar 2019, 7.27 Uhr, von Sport 1, Lesedauer, 2 Minuten München, Deutschlands erster 24/7 Esports-TV-Sender. Esports 1 kann ab sofort empfangen werden. Beim Launch-Event trafen Business Partner auf E-Sportler und Cosplayer. Nach einem Jahr harter Arbeit ist es endlich soweit. Sport 1 präsentiert den ersten 24/7 Esports-TV-Sender für den deutschsprachigen Raum. Der Pay-TV-Sender Esports 1 ging am 24. Januar 2019 um 20 Uhr on air. Die große Eröffnungszeremonie wurde um 19.30 live im Free TV auf Sport 1 mit einem der größten Esports-Events des Jahres eingeläutet. Die erste Sendung aus dem brandneuen Esports, einem Studio zum Dota-2-Turnier, The Chongqing Major, wurde mit Moderator Conny Winkler und den Dota-Experten Alexander Englisch, Martin Appler und Fabian Kerngast ausgestrahlt. Urheberrecht Nadine Rupp. Den Startschuss für den Sender machten Olaf Schröder, Vorstandsvorsitzender der Constantin Medien AG und Vorsitzender der Geschäftsführung der Sport 1 GmbH, und Siegfried Schneider, Präsident der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien. Mit dem Betätigen des Buzzers wollen neue Zielgruppen für Esports begeistern. Mit Esports 1 haben wir nun den ersten Esports-Sender in Deutschland, Österreich und der Schweiz gestartet. Dank der Kompetenz unserer Redaktion und unseres bekannten On-Air-Teams wollen wir den Zuschauern in der Berichterstattung einen deutlichen Mehrwert bieten und auch neue Zielgruppen für Esports begeistern. Der erfolgreiche Launch ist ein weiterer Meilenstein, mit dem wir unsere Positionierung als Leitmedium in der deutschsprachigen Esports-Community ausbauen und die Präsenz von Esports in Medien und Öffentlichkeit weiter vorantreiben, erklärte Olaf Schröder. Urheberrecht Nadine Rupp. Beim Launch-Event, durch das Sport 1-Moderatorin Ruth Hoffmann führte, waren neben allen Medienpartnern des neuen TV-Senders auch Gäste aus Politik, Wirtschaft und Sport vertreten. Zudem begleiteten die CosplayerInnen Callisto Cosplay und Cathy Chocolate Cosplay sowie die Esports 1-Casting-Teilnehmer Teres, Marius Lauer und Ruben Zimmermann das Event. Daneben zeigten die Esports-Stars Florian Cody Müller vom FC Basel und Tim Latka Schwartmann den Gästen ihr Talent bei FIFA 19. Urheberrecht Nadine Rupp. Der Pay-TV-Kanal wird zum Start über die Plattformen von Vodafone Deutschland, Telekom, Unity Media 1. Zudem werden die Inhalte von eSport 1 auch auf einer eigenen Esports-App verfügbar sein. Sport 1 ist die Nummer eine Plattform, wenn es um Live-Sport geht. Livestreams, Live-Ticker und aktuelle Berichterstattung aus allen Bereichen.